So, willkommen zurück hier zur neuen Folge bei X3. Wir sind hier mitten im Gefecht. Wolkenbasis Südost. Moment, ist da etwa gerade wieder Xenon? Tatsächlich, hier sind auch Xenon unterwegs. Das heißt, ich muss mich da auch mal kurz umschauen. Oh, viel zu tun. Ja, wir sind hier mitten im Kampf, weil ich habe nämlich eine Beschütze die Station Mission angenommen und versuche jetzt hier gerade die Yaki ein bisschen zurechtzustutzen. Das geht eigentlich auch ganz gut, zumindest was die großen Schiffe angeht. Bei den kleinen, speziell bei den M5er, bin ich mit der Kogarasu Maru tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen im Nachteil. Da war die Starrunner besser mit den Schockwellengeneratoren, die ja mit einem Schuss so ein M5 außer Kraft setzen konnten. Im Namen des Vorsitzenden CEO. So, das ist mal der eine. Aber wir kriegen das hin. Yaki, Susanova. Und hier muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich nicht permanent die Station Yaki, Susanova. zuballer und der dann feindlich wird. Aber wir kriegen hier einen Agenten, deswegen habe ich die Mission angenommen. Und dann müssen wir mal kurz Wolkenbasis Südost vorbeischauen, wenn da gerade ein Xenon rumspawnt. Was mich allerdings ein bisschen wundert. Wo ist die Boa? Ach, die Boa hat wahrscheinlich wieder Folge mir, Ziel ist gell? nun in Kommando akzeptiert. Dass da die Sektorwache noch nicht Eingehende eingegriffen hat. Nachricht. Der Profit ist verloren. So, okay. Das Komische ist ja, die stehen jetzt auf der Stelle. Yaki, Raijin, Aufklärer. Und ballern einfach auf die Station. Waffenfeuer. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Deswegen ist das eigentlich relativ billig hier jetzt. Die Waffe ist auch fast ein bisschen zu Sie stark. haben Ihre Arbeit ohne jeglichen Profitverlust Die hatten also, ausgeführt. zumindest Wirklich wenn sie so auf der Stelle stehen, exzellent. Ihre hatten die ja keine Bezahlung wurde Chance in die Wege auszusteigen. geleitet. Sie sprechen mit dem automatisierten. Lassen Sie die Ladi von Ihnen geforderten Informationen werden gerade übertragen. Wollen Sie von diesem Geschäft. Nee, das mache ich jetzt gerade nicht. Stationsbau machen wir jetzt erstmal nicht. So, genau. Wolkenbasis Südost. Wir haben auch einen Agenten bekommen. So. Sprungantrieb wird Schauen wir mal geladen. nach, ob der 10%, Xeno noch da ist. 20, 30, 40, 50%, 60. Und meine Boa kann ich in die Kammer schicken. Erreiche Wolkenbasis Er Südost. ist tatsächlich noch da. Dann kümmern wir uns doch mal darum. Wo ist die Xenon Sektorwache? GX. Hier ist kein Militär im Sektor. Das ist schon sehr merkwürdig. So, währenddessen, ich schicke mal kurz meine Boa. Moment, hat er jetzt beide an Bord? Ja, okay. Navigation, springe in Sektor. Nee, Moment. Springe und fliege zur Station. Die Kammer. Hauptquartier. Andockerlaubnis erteilt. So, und wir säubern mal kurz den Sektor hier, weil das geht ja gar nicht. Dass der hier einfach rumspukt und vor allem meine Schiffe Ziel angreift. ist nun in Feuerreichweite. Okay, verstehe. Wenn man jemanden so anfliegen kann, dann ist das natürlich schon Bombe. Hey, ich habe jetzt hier mal kurz in 0, nichts so ein PX weggemacht. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 1000 Credits. Okay, das heißt, da die Großkampfschiffe ja sehr träge sind, kann man damit natürlich L. wahrscheinlich auch sehr schnell so ein Großkampfschiff wegmachen. Was Xenon L. mir hier in dem Spiel tatsächlich noch ein bisschen fehlt, aber gut,
weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist. Ein bisschen mehr Gegnerintelligenz. Kein Ziel. Frachtraum enthält nun Feuerfalterrakete. Okay, aus Versehen mitgenommen. In der Hinsicht, dass die auch mal einen Rückzug antreten, wenn sie merken, oh verdammt, das Schiff ist mir ist einfach zu überlegen, da habe ich null Chancen. So, die 92 nehme ich mal mit. Ich verpiss mich lieber. Ich meine, jetzt diese gesamte Xenon-Flotte sagt sich im ersten Moment, okay, den Kollegen, den greifen wir an, das ist kein Problem. Und dann wird das PX aus dem Raum geschossen innerhalb von 20 Sekunden, dass dann die Els nicht sagen, ich glaube, ich gehe lieber. Das ist so ein bisschen was, was mir fehlt. Frachtraum enthält nun Energiezellen, Asteroid. Das ist auch bei den Piraten so. Die ballern einfach auf dich zu, mit einem M5 greifen sie dich an und das ist einfach zu unrealistisch, aber ich will jetzt hier nicht zu große Forderungen stellen im Moment. Was war das für eine Aufgabe? Ich hab zu schnell weggeklickt. Paraniden-TP, nee, das beim Paraniden kann ich gerade nicht einkaufen, das ist schlecht. Gut, dann haben wir hier aufgeräumt. Vielleicht ist die Entdeckergilde ja da. Sie sprechen? Nein, ist sie nicht. Dann fliegen wir einfach mal kurz den Trantor vorbei, wenn wir gerade eh schon da sind. Und dann, ich sollte auch speichern, fällt mir gerade ein. Schon lange nicht mehr gespeichert. Meine beiden Els habe ich, glaube ich, noch nicht gesaved. Also ich verbrauche aber auch sehr viel Schuss, muss ich sagen. Also irgendwann ist die Dinge hier leer geschossen und dann geht nichts mehr. 8000 Schuss, das ist zwar im ersten Moment noch viel, aber ich habe gerade über 1000 Schuss verballert mit diesen zwei Aufträgen. Freie Argon-Handelsstation. Deswegen fliege ich mal kurz hier hin und docke an. Speichere mal kurz ab. Nicht wegen den Schuss, denn das hat nichts damit zu tun, aber damit mal alles gespeichert ist. So. Und wenn wir dann da sind, schauen wir mal auf den Schwarzmarkt vorbei. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Die ist schon was Schönes, die System Override Software. Dann brauche ich nicht mehr jedes Mal aussteigen, wenn ich die Schiffe da habe. Allerdings soll ich dann die Verschleierungssoftware auch dazu haben. So, was Gibt möchtest es etwas? Du? Ich habe das. Hier könnte etwas knifflig. Eliminieren Sie jemanden. Wobei, das war ein Pirat, oder? Achtung, medizinisches. Gibt es etwas? Ich übertrage jetzt die Daten. Nee, Paraniden. Paraniden machen wir nicht. Deaktiviert. Wir sind bei denen zwar schon unten durch, aber ich möchte es nicht übertreiben. Sie sprechen mit dem Auto. Du und nun senden Daten. Du ein Korsar. Für 1,7. Gut, bei den Korsaren sind wir so weit unten durch, das könnten wir eigentlich machen. Aber da gibt's. Nee, eigentlich will ich ja nur noch ein paar. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Welch übernehmen Sie denn? Apropos, was haben wir denn für einen bekommen? Ein 5. Loranas, Sisos, Zesosis. Der ist, glaube ich, Grieche, oder? Hört sich griechisch an. Bin überzeugt, dass der Grieche ist. So, Moment, bei den Terranern haben wir wieder 1000 Einfluss. Das heißt, der Kollege kann meinen Fraktionsruf bei den Terranern hier oben einfach, gehen wir einfach da oben hin, steigern. Komplett alles. Gut, wir steigen keinen Rang, aber wir steigen im Rang sehr weit nach oben. Dann kannst du gleich im selben Ding wieder Einfluss sammeln gehen. Kommando akzeptiert. Bei der Terracorp haben wir momentan auch keinen Einfluss. Bei der Atreus auch nicht. Vielleicht will ich bei der Atreus irgendwann mal noch aufsteigen, ich weiß es nicht. Ja komm, dann geh du Einfluss sammeln. Komplett, was geht bei der Terracorp. Und du. Moment, kann man eine Stationsblaupause bei den Terranern? Brauchen wir mindestens 600 Einfluss, um da eine zu klauen.
Dann klaue ich erstmal keine. So, wo fliege ich gerade überhaupt hin? Irgendwo ins Nirgendwo. War hier die Entdeckergilde? Freie Argon-Handelsstation. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas? Nein. Ich übertrage. Nee, war sie nicht. Osttor, Nord-Nordtor. Komm, wir fliegen einmal durch den Norden. In den Norden. Zur Linie der Energie. Wie Kohle habe ich? 89,8. Oh, ich sollte meinen Tomahawk-Verkäufer mal wieder aktivieren, glaube ich. Könnte eventuell genügend Tomahawks jetzt haben. Erreiche Linie der Energie. Nachdem wir hier mal kurz telefoniert haben. Sie sprechen mit dem Automatik. Du, nun, senden Daten. Du vielleicht finden Mission etwas schwer. Du machen wollen. Zu 9,3 Millionen mache ich das. Kahuna Presse M, Argon Prime Delta. Das ist doch da drüben. Ja, Kahuna Presse M. Wo bist du? Da hinten, also wenn ich zur Sprungboje springe, dann bin ich quasi direkt daneben. 10%, 20. Erreiche Argon Prime Delta. Kahuna Presse. Quasi direkt daneben gelandet, das ist ja geschickt. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ich frage mich jetzt nur, Sprungantrieb wird geladen. 10%. Was so eine Ranch mit radioaktivem Abfall vorhat. Erreiche Linie der Energie. Wollen die eventuell größere Kühe züchten? Ranch M Alpha. Auf illegale Art und Weise. Das dachte ich gerade, verweigert. Und ich rausch voll dagegen. So, 9 Millionen erledigt. Hier gab es noch einen Nein. Nein. Ich würde auch nur abdocken. Autopilot deaktiviert. Hier gab es noch einen Auftrag. Sie genau sprechen hier mit dem Wasser groß. Verschlüssele jetzt die Schon wieder radioaktiver Abfall, aber der ist neu getriggert hier und der auch. Sonnenkraftwerk M Beta. Und die freie Argon-Handelsstation auch. Also die Handelsstation selber nicht. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Ich übermittle jetzt die Nee, das ist zu wenig, dafür hole ich ihn nicht. Willkommen in der Vielen Dank für Ihre Entdeckungsdaten. Ja, wir bitte, bitte. Ihrem Konto die Sie sprechen mit dem Auto. Willkommen in. Bitte wählen Sie eine Belohnung für Ihre Entdeckungspunkte. Blaupause, Delfin-Frachter. Nee, die brauche ich nicht bei der Entdeckergilde zu kaufen. Oh, das ist jetzt kein besonders gutes Angebot hier. Da machen wir nicht mit. Aber wir telefonieren. Sie sprechen mit dem Automatis. Gibt es etwas? Sind Sie an dem Job interessiert? Keine Agenten. Was ist denn los, Leute? Sonnenkraftwerk L Alpha. Sind die Agenten gerade alle im Urlaub oder wo ist das Problem? Sie sprechen mit dem. Gibt es. Schön, sind Sie an dem Job. Sie sprechen mit dem. Gibt es. Sind Sie an dem Job in. Taxidienste, nee. Dann fliegen wir doch mal kurz hier rüber, wo wir hergekommen sind. Gerade eben. Schauen wir mal, ob es hier im Westen noch was zu tun gibt. Oder ob es mal wieder heißt, im Westen nichts Neues. Argon Prime. Doch, hier haben wir 4 Stück mal, die man anfunken kann. Dabei eine Kampfmission, aber wir beginnen mal Ranch hier oben. M Alpha. Primär bin ich auf Geld aus, sekundär auf Agenten. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es übertrage jetzt die Argon Kristallfabrik von 9,2 Millionen mache ich. Weil mein Navigationsbarke. Mein Mammut ist ja hier unten. Kristallfabrik. Ist
heißt, das ist ultraschnell erledigt. Und dafür 9 Millionen. Kommando akzeptiert. Kann man nicht meckern. So, dann kann ich aber hier gerade nochmal funken. Sie aber noch sprechen noch mit dem Obersäugro. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Nee, Taxidienst war in dem Fall jetzt nicht. So, der Mammut ist angekommen. Gut, dann baust du gleich mal. Und erledigt. Was Neues, wo ich... Eingehende Nachricht. Errungenschaft freigeschaltet, ein nettes Sümmchen, sehr schön, das ist das mit den 100 Millionen auf dem Konto, das haben wir jetzt 104 Millionen, das liest sich doch sehr schön. Währenddessen habe ich bei den Terranern aber schon wieder einen Rang verloren, also das wird noch eine Herkulesaufgabe, hey. Weil ist klar, jeder Handel mit der Gemeinschaft und ist er noch so unwichtig. Macht die Terraner böse. Oh, bei den Paraniden bin ich kurz davor, nochmal eins zu fallen. Gut, das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass die Paraniden mich dann generell als feindlich ansehen. Kahuna-Presse, M, Beta. Vielleicht muss ich da auch mal wieder einen Diplomaten vorbeischicken. Ich muss so viele Diplomaten vorbeischicken und habe keine. So, Boa hat's erledigt. Verdammt, Kommando, Navigation, docke ab. Kommando akzeptiert. Okay. So, dann machen wir das mal nebenbei kurz. Die habt ihr jetzt die beiden angedockten. Ihr dockt jetzt hier bitte ans Andock Hauptquartier an und du auch. Andockerlaubnis erteilt. So. Sie sprechen mit dem Automatik. Welch? Es gibt übermittle jetzt die Informationen. 20.000 für die Verteidigemission. Was kommt da? Ein M5? Oh, der zweite Auftrag ist weggegangen. Schade drum. Ranch. Hier haben wir noch was. Sie sprechen mit dem. Gibt es ein. Übertrage jetzt die Daten. Passagiere, was sind das für schlechte Aufträge? Bringen Sie ein Schiff zurück, ein Schiff muss eingenommen werden. Nein, das machen wir nicht. Schön, dass sind Sie an dem Job hinter. Eine Operation mache ich auch nicht. Wie weit bin ich hier weg? Will ich hier mal runterfliegen? Transorbitaler Beschleuniger, Argon Prime, Alpha. Komm, ich war schon lange nicht mehr in Alpha unten. Weil man da nicht direkt reinspringen kann, deswegen gehe ich da so selten vorbei. So, die Boa hat aber jetzt alles erledigt. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld? 100 Millionen wäre eigentlich genügend, eine Boreas zu kaufen. Allerdings kann ich die dann so gut wie gar nicht ausrüsten. Denn Waffen, Schilde und Co. ist mit dem Geld leider nicht drin. Da müsste ich nochmal mindestens 50 Mille drauflegen, um die komplett auszurüsten. Glaube ich. Ich habe es nicht auswendig im Kopf. Oder... Erreiche Argon Prime Alpha. Beginne ich mit dieser netten Kohle... einen Waffenkomplex aufzuziehen. Föderationsbörse. Das brauche ich noch. Da soll allerdings auch, wie gesagt, die Flammschleuder dazu und die kann ich nicht. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Willkommen. Bitte wählen Sie eine Belohnung für Ihre Entdeckungspunkte. Sie sprechen mit dem. Haben Sie Glück? Seien Sie nicht Sie sprechen mit dem Auto. Schmuggelfahnder. Senden Daten. Du machen wollen Arbeit. 1,5 Millionen. Sie sprechen mit dem Auto. Wege folgendes benötigen wir. Diese Mission könnte Ihnen ernsthafte Herausforderungen bieten. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Moment, Argon Prime Delta, das ist hier oben. Das heißt, da kann ich reinspringen und hier kann ich nicht reinspringen. Kann ich hier gar nicht reinspringen? Nee, hier kann ich gar nicht reinspringen. Das heißt, da muss ich tatsächlich fliegen. Das schaffe ich nicht. Produktionskomplex leichte Waffen, Alpha. Das schaffe ich nicht, weil ich den Rückweg fliegen muss. Und der hier nicht schnell genug ist. Das schaffe ich nicht. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich das nicht schaffe? Sie sprechen mit dem Automatik. Was? Ich verschlüssle jetzt die Daten für die Übertragung. Dark im Arm würde ich tatsächlich mal einen von Latz knallen.
Alfbes, ja, ich danke dir fürs Zusehen. Sie sprechen mit dem automatisierten Gute Nacht. Ich übermittle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gut, dann fliegen wir halt hier eins weiter. Kommen in Argon Prime Beta. Da war ich, glaube ich, erst einmal, als ich den Sektor entdeckt habe. So gefühlt zumindest. Wir wollen auch überall mal wieder vorbeischauen. Übrigens habe ich die Errungenschaft auch noch nicht freigeschalten, dass ich alle Sektoren besucht habe. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Denn meines Wissens nach erreiche Argon Prime Beta. Habe ich alle Sektoren entdeckt, die ich entdecken kann. Ich habe natürlich diese 15 Sektoren hinter den transorbitalen Beschleunigern noch nicht entdeckt, aber die darf ich ja gar nicht entdecken. Die gibt es in meinem Spiel ja nicht alle. Das heißt, wann bekomme ich die Entdeckung, alle Sektoren entdeckt? Meiner Meinung nach habe ich alle. Aber ich werde es nochmal kontrollieren, ob ich irgendeinen vergessen habe. Und übrigens gibt es hier leider nichts. Keinen einzigen Auftrag. Deswegen fliegen wir jetzt mal in den Norden. Und ich überlege immer noch, was ich mit der ganzen Kohle jetzt mache. Ich meine, die ist schneller ausgegeben, wie ich gucken kann, das weiß ich selber. Erreiche Herons Nebel. So, Herons Nebel, hier waren wir auch schon lange. Sie sprechen mit dem Auto. Wenn das. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Möchten Sie mit. Nee. Ist mir jetzt gerade zu wenig Geld, um sowas zu machen. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfe? Übertrage jetzt die Daten. Barracuda, ich kenne das Schiff nicht. Ist auch ein M3? Kostet normalerweise 1 Million. Er hat keine Schilde und fast keine Hülle mehr. Dann nicht. Ich irgendwann später auch mal. Stimmt. Erzmine M Alpha. Sie sprechen mit dem Automatisierer. Welcher Teufel reicht? Das sind die Preise. Oh, eine Nova. Ich könnte natürlich auch ein paar, um die Errungenschaft zu schaffen, ein paar Sachen bei Erkommen. Übermittle jetzt die Informationen. Erhalte Zusatzinformationen für Datenbank. Ich fang damit jetzt mal an, so ein paar Blaupausen zu kaufen, wenn mir eine über den Weg läuft. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Sie kommen. Übertrage jetzt die Daten. Rechnen Sie unterwegs mit Feindkontakt. Damit ich die Errungenschaft früher oder später schaffe. So, hier geht's rüber zu den Boronen. Also nicht direkt, aber wir fliegen jetzt mal hier ins rote Hauptquartier. Ich frage mich auch, warum der Sektor rotes Hauptquartier heißt. Der ist grün. Der ist ja komplett mit diesem grünen Nebel durchzogen, heißt aber rotes Hauptquartier. Rotes Hauptquartier. So. Sonnenkraftwerk oder Agrarzentrum gibt es was zu tun? Agrarzentrum. M. Beta. Also wir haben einen gotzigen Diplomaten bisher gefunden, hä? Okay, der sammelt immer noch. Ne, der sammelt einer von beiden. Ich weiß jetzt nicht, welcher hier. Egal, ist ja eigentlich auch egal. Und der sammelt auch Einfluss. Moment, apropos Terrakorb, was brauche ich denn, um dieses Ding zu kaufen? Ja, jetzt kann ich es nicht sehen. Um Antriebsbausatz, da muss ich, glaube ich, recht hoch sein, um den kaufen zu können. Das bin ich, glaube ich, noch nicht. Sie sprechen mit dem Automat. Der Sektor wurde nach Admiral Roth benannt. Der hatte dort sein Hauptquartier. Warum auch nicht? Das wäre zumindest mal eine Erklärung. Großadmiral Roth.
So, ich nehme mal kurz diesen 5-Millionen-Auftrag an. Da kann ich jetzt nicht Nein sagen. Ist dann dieser Großadmiral Roth, der... Vorgang erfolgreich. Okay, ich bin an Bord. Nun der, bringen Sie mich an mein Ziel. Der Bruder vom Großadmiral Blau, der hat bestimmt den Sektor Blaue Rüssel. Wobei, nee, Blaue Rüssel war ja nicht... Nee, das ist zu plump. Blaue Rüssel war ja die Heimat von den Elefanten. Von dem Elefanten von der Sesamstraße. Von der Sendung mit der Maus, Entschuldigung, weil der ist nämlich blau. Und da leben, glaube ich, auf dem Planeten, in Blaue Rüssel leben lauter solche Elefanten. Andockvorgang. Danke für Ihre Unterstützung. Sie haben an Ansehen gewonnen. Ob er sich grün geärgert hat. Ich bin bei den Argonen jetzt ganz oben. Ob er sich grün geärgert hat, das will ich noch nicht mal behaupten. Es könnte auch sein, er hat einfach nur jenseits einen fahren lassen. Und das hat den ganzen Sektor vernebelt. So während ich bei den Argonen zu Held der Föderation aufgestiegen bin, bin ich bei den Paraniden jetzt doch eins noch runtergefallen und bin da jetzt gerade mal wieder komplett unten durch. Die Frage, ob ich das so stehen lassen möchte. So, und übrigens, hier, wie man jetzt sieht, ich bin bei OTAS jetzt durch das auch aufgestiegen zum Helden, also höchster Rang bei den OTAS. Wobei ich weiß nicht, ob es. Nee, es müsste theoretisch noch eins höher gehen, aber zumindest der höchste Rang, um alles bei den OTAS zu kaufen, was es zu kaufen gibt. Und trotzdem bin ich bei den Terracorp auch noch im Grünen. Also man kann beides. Ich glaube, das ist nur dann immer so schlimm, wenn man direkt für die OTAS was erledigt. Dann ist die Terracorp direkt gepisst. Wenn es aber so indirekt geschieht, dann geht's noch. Soll ich einen Diplomaten zu den Paraniden schicken, damit ich da nicht komplett unten durch bin und mir nicht alles als feindlich angesehen wird? Habe ich überhaupt Einfluss? Ja, ich hätte. Ja, komm. Dann schicke ich den mal kurz zum Ruf aufbessern runter. Kommando akzeptiert. Dann bin ich wenigstens eins wieder aufgestiegen. Weiß nicht, ob das was bringt, aber wir probieren es einfach mal. So, jetzt bin ich wieder kurz vor Ende der Folge, aber noch nicht ganz durch. Wir können hier mal... Moment, der hier wird jetzt wieder zurückbeordert. An alle Piloten. Räumen Sie beim Verlassen der Station bitte umgehend den Bereich des Stationen. Zu deiner grundsätzlichen Heimatbasis hier an der Schiffswerft, damit ich dich immer direkt einsetzen kann. So, hier haben wir bestimmt noch ein paar Streithammer-Torpedos. 24, sehr schön. Jetzt haben wir schon 90 an Bord. Wie viel packt der eigentlich? Ich meine, der packt deutlich mehr, ja. Wir haben jetzt 2400 an Frachteinheiten verbraucht. Hier war's. Da passen noch ein paar Streithammer-Torpedos rein. Ist eigentlich ausgestattet. Doch, ich habe die Schilde alle drin, gell? In der hinteren Kanzel habe ich allerdings noch keine Waffen eingebaut. Da hinten eigentlich nur eine Raketenabwehr rein soll, könnte ich dem zwei Impulsstrahlen im Mitte verpassen. Oder gebe ich ihm Energieplasmawerfer? Eigentlich... Komm, wir können ihm einen davon geben. Energieplasmawerfer installiert. Und dann geben wir ihm jetzt noch einen Impulsstrahlenemitter. Impulsstrahlenemitter installiert. Vielleicht Verschwendung, dass ich einen Plasmawerfer reingemacht habe, aber ich möchte es jetzt einfach. Gut, der Rest ist aber drin bei dem, gell? Ja. Ja, der Rest ist drin. Gut. Außer natürlich, Moment, Transporter brauche ich den. Ja, komm, ich mache nur einen. Installiert. Schadet ja nicht. Ich könnte natürlich eine Aquilo als Unihändler einsetzen. Wäre auch mal was Neues. Ein bisschen teuer. Aber warum denn nicht? Ich wollte bei der Station mal reingucken. Die Siliziummine. Ich reg mich jedes Mal drüber auf, dass die Energiezellen zu langsam geliefert werden, aber... trotzdem weigere ich mich, ein zweites Schiff einzustellen.
dass er Energiezellen kauft. Sollte ich aber tun, denn sie macht tatsächlich jetzt so langsam mal Gewinn. 28. Ah, vielleicht sollte ich einfach so dämlich kommen, ich mach's. Dann brauche ich mich nicht immer drüber aufregen. So, bau bitte einfach noch ein Piratenschiff. Und das wird dann eingesetzt. Ich finde es auch übrigens, ich weiß nicht, ob man noch Quantenprozessoren irgendwo findet, aber ich habe ja kaum noch. Also ich könnte keine zweite Kogarasumaru bauen, weil ich gar nicht genügend Quantenprozessoren habe. Das ist bei den ganzen großen Schiffen, finde ich übrigens. Man kann die großen Schiffe selbst, oder ist das nur bei diesen Spezialschiffen? Weil das ist ja die K-Korvette und die Springblossom findet man ja auch. Das sind ja alles nur besondere Schiffe hier. Würde mich mal interessieren, weil ich habe jetzt leider noch keine Blaupause von irgendeinem M2 oder sowas. Das wäre nämlich interessant zu wissen, ob die dann auch Quantenprozessoren und so Zeug verbrauchen, weil dann kann man sie ja eh nie bauen. Dann braucht man sich auch die Blaupausen nicht holen. Das nur nebenbei. So, das Piratenschiff, das wird wahrscheinlich schneller fertig sein. Da brauche ich gar nicht groß gehen. Eine Minute braucht es noch. Einfach noch ein bisschen labern. Ich könnte das die beiden Ls reparieren lassen. Objekte zur Reparatur. Ja, das machen wir. Dich bitte reparieren. Und dich bitte reparieren. Wie gesagt, den montieren brauche ich nicht. L habe ich schon. So, dann muss ich nur kurz warten. Das dürfte jetzt jeden Moment soweit sein. Dann ist die Minute abgelaufen. Dann können wir das Piratenschiff noch ausrüsten. Und dann läuft die Siliziummine vielleicht dann endlich mal reibungslos. Die Besucher werden aufgefordert, den Anordnungen des Stationspersonals unbedingt Folge zu leisten. Die Bohrer schicke ich hier zum Sonnenkraftwerk rüber. Dass die immer auftankbereit dasteht. So, ist er schon fertig? Jetzt. Eingehende Nachricht. Jetzt ist er fertig. Hier ist das Piratenschiff. Ich frage mich auch, warum das immer abgedockt im Raum schweben muss und nicht automatisch angedockt ist. Weil es wird doch innerhalb der Station gebaut, dann kann es doch auch... Wobei, gut, es wird ja in der Werkstatt gebaut und diese wahrscheinlich woanders wie die Andockringe. Okay. Ist vielleicht doch nicht so unlogisch, wenn das dann im Weltall schwebt, weil das wird dann quasi wie so ein Schiff zu Wasser gelassen und dann muss es eben von selber einmal umdrehen und wieder andocken. Macht doch Sinn. Ich habe nichts gesagt. Gut, aber ich mache doch jetzt schon einen Cut, denn das brauchen wir jetzt nicht alles gemeinsam angucken. Das rüsten wir jetzt aus, machen es der Siliziummine dran, damit die, die hat zwar jetzt gerade wieder Energiezellen bekommen, aber die sind immer verbraucht, bis das Schiff wieder zurückkommt. Weil das ja nicht direkt reinspringen kann. Weil wir wissen es ja, die liegt da hier. Man muss ja immer über Chos Niederlage Gamma kommen. Ja. Machen wir ein zweites Schiff. Also an der Stelle ein Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.